Viel Spaß bei der nächsten Folge. Zombiefleisch für Zombies, jetzt neu. Jetzt neu in ihrer Kinderüberraschungsbox. Nein. Au. Nur zugucken. Was, sterbt ihr gerade? Oh, ich kann nicht zugucken. Na super, könnt ihr bitte gleich nochmal sterben? Ich freue mich schon auf den Lagerraum, du weißt ja, ich sortiere gerne. Genau, Killer ist unser alter Sortierer. Wie sind das bei euch, wenn ihr Minecraft gespielt habt jetzt? Oh nein, ich glaube, jetzt sterbe ich. Scheiße. Also generell bin ich ein sehr Sortiermensch, aber alleine kackt mich's ehrlich an. Also wir hatten fast auf jedem Server immer einen Logistikmanager, den haben wir einfach bestimmt, der hatte keine Wahl. Und da war es dann so, wir hatten auf einem Server die Schnapsidee von einem Berg, ich glaube 18x18 großes Loch bis auf Bedrock runterzugraben. Und der arme Typ musste von uns immer das Inventar übernehmen voller Steine und ins Lager bringen, sortieren. Also wir haben jetzt persönlich auch eine Firma engagiert, eine Logistikfirma, die unsere ganzen Mineralien immer... Ja, danke. Und ja. Ja, wir sind echt ganz arme Schlucker. Wir haben noch nicht mal Betten. Das ist ein bisschen lächerlich, was wir hier gerade finden. Wir werden doch wohl Wolle finden. Sag mal, wir sind erwachsene Männer. Wir werden doch wohl Wolle finden. Nee, das ist Flauschi Bunny. Das können wir nicht finden. Ich komme jetzt. Tageszeit wird jeder von uns, jeder Einzelne, wir werden gemeinsam an einem Strang ziehen und Wolle finden, damit wir genug Betten haben. Weil das ist ja wirklich krass, weil wir können nachts wirklich nicht viel machen. Ah, ich werde gerade. Hey, cool, da ist ein Ding, da ist ein Jockey. Wir laufen einfach zum Ding, zu diesem Dingeskirchen, das ich euch eh zeigen will, ne? Diese Stadt, diese kleine. Und auf dem Weg dahin habe ich vorhin auch schon ein Schaf gefunden. Hilfe, ich werde gerade von vielen Viechern angegriffen. Killer ist auch schon unterwegs, Killer ist ein bisschen näher dran. Ja, der ist weg da, dieser Archer. Der Archer, der wird jetzt erstmal gedernt. Ich schaue sicher auch aus wie ein Hühnchen. Da oben ist ein Creeper. Ich schaue aus wie ein Hühnchen, ey. So. Da vorne ist eine Spinne, die werde ich jetzt einfach mal holen. Im Zweifelsfall müssen wir alles über Spinnfäden regeln. Was natürlich sehr zeitlich aufwendig wäre, aber besser als nichts. Zeitlich natürlich sehr höchst ineffizient. Ja, aber ich habe jetzt schon mal zwei Fäden. Muss man schon sagen, ich bin der Kaiser und ja, ich weiß schon, wie das geht. Aber das ist ja sicher nicht so sympathisch, aber das funktioniert natürlich auch. Der Gute. Es wird jetzt ja eh hell. Ich hole euch dann gleich ab und dann gehen wir los. Oh. Hier auf große Tour. Genau, wir gehen ein Abenteuer. Nö, nicht schon wieder was. Unsere Mission lautet: Schafe finden. Unsere Mission lautet: möglichst nicht sterben. Wir haben 5 Strings. Kann man da nicht schon einiges draus machen? String-Tanga, da brauchst du nur einen. Oh yeah. Das ist jetzt wieder Humor. Den werde ich erstmal schön. So. Bones haben wir auch. Ich habe 8. Ja, da könnte man es eigentlich doch schon, also, ja, egal, wir gehen mal los. Ich hole euch jetzt mal ab, wir treffen uns bei Rocktox. Gucken mal, ob Proviant noch dabei ist und dann gehen wir los. Der Bus holt uns dann ab um 11. So. Dann fahren wir auf die Butterfahrt, Kaffeefahrt. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo uns Killer hinführt. Obacht. Da soll es reichlich Schafe geben. Da bin ich mal gespannt, ob er da recht behält. Gibt 8 Schelme. Ich bin gleich, hier bin ich. Hier, ich bin der tanzt. Okay. Scheiße, wie ging das noch mit Fahren und Moment. So? Moment, da fehlt ja noch einer. Ja, was ist denn da los? Ich bin noch kurz am Farmen. Mr. Zomok, da fehlt der Herr Zomok. So. Ich will also nicht dabei sein. Da hinten ist er ja. Ah, Zomok, hinter dir, hier hinter... Ich hab's gesehen, ich hab's. Yeah. Landschaft mit Zomok. Er nutzt auf seinen Tomahawk. Ah! Er hat einen Creeper. Oh, das nennt man Landschaft generieren. Das nennt man Terraforming. Sorry. Genau, Alter. Oh, der noch Berg gesehen. Ist durchsichtig, cool. Gehen wir los. Na, hier, ihr seht mich noch, hier ein bisschen rechts muss man sich halten, hier drüben, meine Herren. Ist eigentlich der ist übrigens PvP der neue an. Reiseführer, er wird uns jetzt hier ein bisschen die Landschaft erklären. Ich glaube, PvP ist an. Ich glaube schon. Keine Ahnung, da habe ich mich noch nicht ausgekannt. Wir wollten natürlich sofort die besten Bedingungen haben, um hier auch wirklich meinen richtigen Beef anzetteln zu können. Ja, Beef ist auch was zum Essen. Und das haben wir, Beefy. Beef und das haben wir. Geschaffen dadurch. Wir müssen uns leider hier hochbuddeln, also irgendwie hat das noch nicht so ganz vorbereitet hier. Ach Gott, jetzt stehen wir hier ineinander rum. Schlimm. Ich habe meine Axt irgendjemand ins Auge gestoßen, aber ich sehe nichts. Hat jemand eine Fackel? Oh, was ist das für ein Mineral und ich kann es nicht abbauen. Ich flippe. Ja, super, jetzt ist meine Spitzhacke kaputt gegangen. Okay, Männer, unser Plan erfährt eine Änderung. Ich bin hier außen und wir beginnen. Ich buddle nach unten. Und wir gehen hier auch nicht lang, auch schlecht. Ach Gott, hier schlägt aber jemand umsichtig. So, ich hab mich mal ganz gemein hochgesteckt ein Stück.
Ja, toll, ich habe nichts mitgenommen. Hallo, bin da. Ja. Ja, toll, ihr seid nicht Helden. Ja. Warte, Rock Talks, warte, ich mach das. Ja, hallo. Natürlich hat meine Hochsteckung nur. Wir haben gerade wieder kleine Serverschwierigkeiten, glaube ich. Mein Block, den ich hier die ganze Zeit versuche zu setzen. Oh, Rocktox, habe ich dich jetzt. Ich hoffe, ich habe dich nicht getötet. Vorsicht, ich darf dich jetzt nicht. Warte. Wir schaffen Warning. Das. Tja, meine Herren. Danke. Team Rocktox und Team Rockkiller ist gleich oben. Das passt ja irgendwie. Ja. Ineinander die ganze Zeit eigentlich. Also so machen das nämlich die Richtigen. Ach, ihr seid auch schon da? Shit. Ja, ich habe mich runtergegraben. Da, seht ihr das? Guck mal darüber. Ach du Scheiße. Ja, das ist unser neues Haus. Das haben wir übrigens gerade eben gebaut. Das, fucking dein. Wir müssen darüber. Ich habe mich da hinten schon hier links. Das ist schön, ne? Du sagst, hier gibt es Schafe irgendwo. Also ich habe hier vorhin ein Schaf gefarmt, habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es hier wirklich ist. Ach du Scheiße. Oh, da rechts, das sieht aber auch geil aus. Wer will hier runterfallen? Hat jemand Lust? Bungee-Jumping? Unterstoße. Titanfall. Alter. Das war jetzt ist bei mir gerade die Lampe ausgegangen. Übrigens, habt ihr das Titanfall läuft noch mit der alten Source Engine oder habe ich mich da verhört? Ja, läuft mit der alten Source Engine. Guck mal, was da man da noch alles rausholen kann. Ja, aber es schaut nicht wirklich gut aus. Also wenn du gut so ein Titan einsteigst, es schaut echt beschissen aus. Aber es läuft. Es macht anscheinend. Ich habe mich da hinten schon irgendwo angefangen runterzubauen. Folgt mir einfach mal. Rockdog ist schon fast richtig gelaufen. Holz. Seht ihr mich? Hier bin ich. Hier. Das ist ja ein NPC-Dorf, ey. Ja, das ist vor allem, jetzt ist über mir gerade eine riesige Wolke, aber es ist vor allem voll schön. Unten ist voll viel, NPC-Kram und oben auch. Und also da wahrscheinlich haben die da trotzdem wieder irgendwo einen Weg gebaut, der irgendwie doof ausschaut. Wir könnten eine Brücke brauchen. Stimmt, ja, ich wollte dann hier anfangen, eine Brücke rüber zu bauen, also. Oder man springt runter, so wie ihr. Autsch. Beziehungsweise, ja. Autsch, aber ich habe mir jetzt schon so auf den Sack angestoßen, ich glaube, ich muss jetzt mal was essen. Sonst erliege ich gleich an meinen Sack. Du hast sie noch einen zweiten. In meinen starken Sackschmerzen. Aua. Herr Doktor, ich spüre ihn nicht mehr. Oh nein. Wir müssen amputieren. Ich wollte gerade sagen. Wo seid ihr denn Wir sind schon fast ganz unten. Ja, ich bin unten. Ich bin auf der Lichtung unten. I can say you. Wir klettern jetzt schon wieder hoch, bloß auf der anderen Seite des Wipfels. Mach ich jetzt auch gerade. Ich baue schon die ganze Festung hier ab, weil ich zerstören möchte. Ja, ich will sie abbauen und dann bei uns wieder passgenau wieder. Achso, die da hinten oder was? Also wie die Chinesen oder wie? Also es hat genau. Ein Tal eine und oben auf dem Berg. Ich habe hier eine kleine Brücke gebaut für später. Und ich muss kurz mein Licht hier wieder an. Ich weiß nicht, das hat irgendwie Wackelkontakt. Man mit in der Kamera wischt und so. Bin gleich wieder da, eine Sekunde. Umrechnung bezahlt. Alles läuft. Ich habe dieses Internet aus der Steckdose, ne? Da habe ich jetzt so ein Ding drin stecken. WLAN. Und da habe ich und da ist ja extra oft noch direkt eine Steckdose mit drin, dass man diese Steckdose an sich nicht verliert. Und wenn man da was reinsteckt, also jetzt zum Beispiel ein Stecker, dann ist es manchmal ein bisschen kacke, habe ich festgestellt. Also ich habe den Computer und alles da reingesteckt. Also bei mir funktioniert alles. Bei mir, also das geht auch, aber das ist eine jetzt speziell da hinten, das ist so locker. Wenn ich da was reinstecke, ist der Stecker nicht gut an den Wänden und so. Was? Wirklich? Und ihr tötet ihn? Nein, oder? Er tötet ihn da. Jetzt verkauft er nichts mehr, du. Ja. Doch, bei mir immer noch. Bei mir nicht mehr. Ich will auch was kaufen. Ist das eine schöne Bauersfrau? Ich will nicht der Glowstone verkaufen. Du haust ihn einfach gut. Hat jemand Diamanten? Also, wir brauchen Emeralds. Wir brauchen nicht Diamanten, wir brauchen diese anderen. Diese hat irgendwie eine Spitzhacke für mich, meine ist kaputt gegangen. Meine auch. Kacke, ist das behindert? Warte, wir sind auf einen Ausflug gegangen und haben keine Spitzhacken dabei. Lächer. Los. Ich will die ganze. Ich will die kaputte. Dann habe ich aber gar keine mehr. Fuck. Achso, nein. Ich will doch gar keine. Ich hol mir jetzt einen Baum, verstehe ich. Hat jemand einen Stein dabei? Kann mir jemand drei Steinchen geben? Ja. Also ich habe jetzt 34. Oh, hinten. Ich nehme drei. Ah, Zweckriefer! Die haben Wassertürme, die NPC-Leute. Früher haben die, als ich damals noch, ja, da haben die Häuser gebaut und keine Wassertürme. Oh oh. Was ist hier denn los? Ach, das ist der Brunnen. Die sind hier wohl durcheinander gekommen. Kann mir jemand noch dann ein paar Steine geben? Das ist kein Wasserturm, das ist ein Brunnen. Ja, danke schön. Hey Leute, es wird wahrscheinlich bald wieder dunkel. Wir haben immer noch kein verschissenes Stück Wolle gefunden. Tja, ich bin in Sicherheit. Is it cause we cool? Naja, wenn man nach unten schaut, nicht wirklich. Scheißegal. Da unten sehe ich was. Sind das vielleicht Schafe? Nee, das sind Pferde. Ey, das ist eine ganze Pferdefamilie. Wir können... Ja, tötet. Brauche das Pferdefleisch. Wir können Lasagne machen für den Netto. Das ist aber... Ich hab das aber lieb. Ich mag das mit Pferde und so. Magst Pferdelasagne, okay. Doch, eben mit Pferde. Pferdesalami ist auch gut, oder?
Was? Hey. Salami, wo sind wir? Es gibt in Österreich ganz exklusiv Pferdeleberkäse. Oh. Oh. Was, noch nicht? Also ich hab's nicht verstanden wegen Creeper. Pferdeleberkäse. Es gibt noch? Schon wieder, ich verstehe das nie. Pferdeleberkäse. Ah, geht's so. Nee, kenn ich nicht. Der Leberkäse da. Leberkäse? Oh Gott. Leberkäse? Nee, aber Fleischkäse kenne ich. Nein, Leberkäse. Das ist ja auch kein Käse. Das ist halt einfach so Fleischbrätes, so. Quasi gebacken so. Wird, so eine Art Brot. Ja, 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 kenne ich, kenne ich. Es gibt so scheibenmäßig im Semmel drin bei uns überall. Leberkäse. No. Was, du kennst keine Kassen? Da kommt ein bisschen alles anders. Das so, ist ein bisschen problematisch. Jetzt wird's dunkel, jetzt ein Problem. Nö. Oh Leute, hier kann man Emeralds kaufen. Für 17 Raw Chicken kann man einen Emerald kaufen bei hier. Ah. Wow! Was war das? Ich dachte, du schreist, wie ich da stehe. Was macht ihr? Was treibt ihr da, ihr Spitzbuben? Nein, so bin ich entfällt. Ich würde gerne ganz nach da oben gehen, wie das hier gebaut ist. Hier ist schon wieder so ein Haus, das komplett nach unten gezogen ist. Ich baue uns jetzt eine Treppe. Meine Aufgabe wird es sein, uns eine Treppe zu konstruieren. Eine Treppe zum Himmel oder zum Mond. Nein. Auf geht die Videos. Voll ins Auge. Meine Hoden angestoßen und es tut weh. Das sind praktisch nicht mehr vorhanden, so oft wie ich da jetzt aufgebaut habe. Meinem Hodensack befindet sich im Prinzip nur noch Eierlikör. Und das ist aber gut. Ich bin nicht oben schlecht, unterwegs. Ich brauche dringend Fackeln hier. Die Zuschauer können gar nicht sehen, weil ich nämlich fackellos. Du bist fackellos. Ich bin fackellos durch die Gegend gestriffen. Eine schwarze Wolle hier. Hast du tatsächlich Wolle gefunden? Ein Block. Oh, nee. Dann haben wir jetzt schon zwei mit dem von vorhin von mir. Das heißt, Obacht, wir haben zwei. Das heißt, in circa 8 Folgen haben wir dann wirklich... Leute, weiter uns zu abonnieren und einfach diese Folgen weiter zu schauen. Ich bin fast bei den Häusern oben, aber nur fast. Ich nehme die schon auseinander. Du nimmst die Häuser auseinander? Ja. Aber dann können die ganzen Dorfbewohner ja entkommen, die müssen wir doch einfangen. Oh, Kartoffeln! Fertige Kartoffeln! Starte die Brandschatzung. Ach, ja, ich bin irgendwie schon ein Stück oben. Der Zombie hat gedanced. Hat immer sich gedreht. Der ist ein Zombie on the Dancefloor. Also oftmals haben wir ja so NPC-Dörfer irgendwie eine Truhe mit sehr, sehr schönen Sachen drin. Auch manchmal Diamanten und so, gefunden. Aber... Wir müssen noch weiter Brandschatzen-Bildruhe finden. Schlecht. Die anderen zwei sind irgendwie unten. Die sind da und am Umlaufen. Frauen und Kinder zuerst. Ich bin ein hey, ich bin am Stalken, nicht stören. So sieht's aus hier bei euch. Oh, was verkauft der denn hier? Ich bin hier mit deinem Eichschwert. Flüchten. Hier sind Kinder. Fuck. Die Kinder verkaufen nichts, wie unverschämt. Ich dachte, wir verkaufen die Kinder. Stimmt. Nee, das bist ein Sklaventreiber. Wir müssen die Kinder verkaufen. Ey, wie geil die Berge da hinten aussehen mit der Lava und so. Kinder, bauen mal um, wir sind schöner wohnen. Dann werde ich von unten erstmal ein schönes Loch reinmachen. Ich glaube, dann sieht das Haus direkt, das sind Beschleunigungslöcher. Genau. Ja, wo ist denn das Schweißgerät? Da. Wir müssen ein bisschen anzünden. Wir müssen das Kind kurz anzünden. Warum kriegt er bei dir so kleine Donnerwölkchen? Eine Selbstmordtür. Eine Selbsttür? Kann man raus und irgendwie so 500 Meter in die Tiefe. Und das muss ich mir angucken. Habt ihr die gerade frisch eingebaut? Habt ihr die auf? Nee, die war so. Ich hab's ja abgebaut. Vielleicht können wir ein Kind durchschieben. Ich hab schon. Machen wir das. Die verschwinden alle in deinem Geschwindigkeitsloch. Die wollen in den Keller. Die ringen sich auf, also die Selbstmordtür. Ich hab's gerade gehört. Irgendwo mehrt ein Schaf hier bei mir. Ich flipp aus. Mein Gott. Das warst du doch selbst. So, wo ist die Selbstmordtür? Wo ist die hier? Da, hallo? Schau, hier war sie. Ah. Na, ich gehe einfach mal. Oh ja, ist echt tief. Ich fass es nicht, es wird wieder hell, ey. Wunder. Ja, das. Yay! Yay! Hoppala! So, Ich hab den Effekt verstärkt mit meinem Schwert. Effekt verstärkt mit meinem Schwert, das reimt sich. Ja, was sich reimt, ist immer gut. Ja, ich laufe auch mal zurück, weil die Aufnahme dauert schon sehr lange. Ich musste eigentlich noch weg heute. Mensch. Aber gut. Ja, guck mal. Oh, ist es schon. Ach, guck mal, du musst doch aber wirklich. Nicht, dass du jetzt plötzlich dann wegen uns irgendwelche in die Bredouille kommst, mein Freund. Ich hab extra. Ich komme ein bisschen früher. Also ich muss ein bisschen früher weg. Da habe ich schon mit gerechnet, dass es ein bisschen länger dauert. Aber kein Problem. Perfekt, hey, cool, da ist ja schon eine Brücke, die auf einem Baum endet.
Ja, die habe ich da. Ich dachte mir, das unterstreicht den Charakter unseres Werkes. Ja, also Werkens. Irgendwie Engineering plus eins. Das ist hier Hauptschule plus oder wie das. Du holst noch Holz. Also ich, nee, ich hole nicht Holz, ich klaue Holz. So muss man es erwähnen. Mein technischer Zeichenlehrer hätte dazu gesagt, das ist so schlecht, das kann man gerade mal als Unterlage für Brotzeit benutzen. Genau. So sieht das nämlich aus. Und ich habe hier gerade ein wunderschönes Bild, wirklich. Die Sonne ballert mir. Muss ich erstmal wissen, wo geht's eigentlich nach Hause? Haben ein Haus in die Wand gebaut und die Ausgangstür ist in den Berg. Ja, das habe ich vorhin gesehen. Das war der eine NPC, bei dem ich dann gefangen war, wo ich dann ausgebrochen bin. Das war sicherlich ein Schildbürger, der hat erstmal mit Schalen das Sonnenlicht reingetragen, dann war es ihm aber zu hell in dem einen Raum, dann hat er sich halt noch so eine Dunkelkammer gemacht. Muss ja auch mal sein. Jetzt gehen wir nach Hause, oder was ist mit euch? Jo, wir gehen nach Hause. Ja. Also ganz kurz, könnt ihr mal kurz zusammentragen, wie viele Wolle wir jetzt gefarmt haben? Also ich habe ein Stück Wolle. Ich habe einen. Auch einen. Ich habe auch einen. Okay, jeder hat einen. Dann das haben wir drei. Wir haben ein Bett. Insgesamt haben wir zwei Betten, das heißt, ein Bett fehlt noch. Diese Mission sind so gut. Könnten wir noch erledigen. Also wie gesagt, wir werden, also Kila und ich zumindest, werden es in unseren Aufnahmen so machen, dass wir auch mal ein bisschen bisschen weiterspielen und so weiter. Also wir nehmen jetzt nicht jeden Furz auf und wir schneiden unsere Folgen auf jeden Fall auch, denke ich mal, ein bisschen. Dass wir jetzt nicht jeden Kack drin haben oder jede Dunkelbereich, wo man nichts sieht und pipapo. Immer wenn man gerade in die Kamera hineinschaut und der Nase bohrt, das werden wir rausnehmen. Ja. Wahrscheinlich. Das ist Real Life, das bleibt alles drin und so wie es ist. Und ja, deshalb denke ich mal, wenn wir das dritte Bett, also wir, die Temporadachs, zumindest mal off weiter sammeln. Und ja, wenn ihr alles sehen wollt, müsst Kopf ihr auf machen, den Kanälen Rocktox und Pimmelpox. Rocktox und Sommock. Pimmelpox. Mr. Sommock. Das ist genau, das ist, Leute, also Zuschauer an euch nochmal, das ist nämlich gerade der Sinn. Guckt vorbei. Ja. Weil, ne, hier, Sommock und Rocktox haben ganz lustige Sachen gemacht. Die haben wir gar nicht gefilmt. Genau. Manchmal. Es wird auch ab und zu mal vorkommen, dass wir das Kilo nicht nur zu zweit aufnehmen und jeder für sich. Und dann sieht man immer unterschiedliche Sachen. Ne? Was hat Sommer gemacht und was haben die Entertainers gemacht? Hin und her, wenn wir immer zusammen aufnehmen, dann ist es ja eigentlich ziemlich logisch, dass die Inhalte relativ ähnlich sein werden. Aber wahrscheinlich. Das hat so einfach den Vorteil. Nochmal. Nee, jetzt erzähl zu Ende. Ich war schon so, eigentlich. Einfach die Aufnahmenummern für den Parts sind dann anders. Weil ich habe schon vorhin 8 Stück aufgenommen, beziehungsweise 9. Ja, das auf die Nummern der Episoden könnt ihr leider nicht eingehen. So. Genau. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Also wir werden ja eh einfach, also wir werden dann auch einfach mit dem ganzen Zeug bei 1 anfangen und das dann so aufwärts unter jedes Video, auch die Videos, die wir alleine machen, werden wir natürlich dennoch alle verlinken, alle Teilnehmer. Das ist einfach die Kanäle, müsste nicht die einzelnen Parts. Naja, nee, also nicht die Parts, weil da müsste man dann auch wieder gucken und also die Kanäle, genau, die verlinken wir, das, ja. Wir müssen ja auch eigentlich sagen, wir haben überhaupt nicht über das Projekt gelabert, sondern nur irgendwas. Ach stimmt, wir sind einfach. Das ist das nächste Mal, dann reden wir auch so, was eigentlich die einzelnen Leute so machen auf ihren Kanälen. Ja, glaube ich auch. Dann mal sagen wir mal, warum ihr überhaupt hier gerade in die Folge reingeschaut habt, liebe Zuschauer, was wir hier überhaupt machen. Ja. Was der Sinn hinter der ganzen Sache ist, weil wir sind ja nicht nur da, um jetzt zu brandschatzen und Kinder umzubringen, nee, sondern. Ich dachte schon. Dafür habe ich mich angemeldet. Ja, das stand. Ja, unsere Broschüren sind wirklich einzigartig. Ja. Und damit kommen auch nur einzigartige Personen ran hier, ist klar. Ne? Macht ja nicht jedem Spaß. Nö. Solche Unternehmungen. Okay, gut. Ja. Dann würde ich sagen, leiten wir also langsam den Schluss ein. Und ja, ich renne noch 2 Jahre durch die Wüste. Sollen wir nicht zu viert hinstellen? Ach, ist ja eh Quatsch. Es ist ja Kinderkacke hier. Kinderkacke, also, wir wollen nicht erwachsen zu Hause, werden. Fast jeder zu Hause. Und auf jeden Fall, das fürs nächste Mal hat jeder von uns ein Bett. Das heißt, wir können die unangenehmen Nachtzeiten schön überspringen. Ja. Und dann werden wir das nächste Mal schön an unserer Bude weitermachen und weiter auf Jagd gehen. Wir müssen unbedingt eine riesen Höhle finden, so ein Höhlensystem, wo wir zu viert so rangehen, ausleuchten, vielleicht einen Spawner deaktivieren, pipapo. Schauen wir mal, ob wir da was Interessantes finden. Habt ihr bis jetzt was gesehen? Irgendwie so eine vorhandene Höhle oder sowas? Lukas hat gerade genau vor unserer Hut hier. Ach, scheiße. Hier scheiße, unten, scheiße. So ein Loch gebuddelt und hat genau auf eine. Ja, ist gerade ja auf wunderbar. Eine Mine gestoßen. Ein Höhlensystem genau an unserer Haustür. Ist ja perfekt. Wunderherrlich. Das heißt, da können wir das vielleicht das nächste Mal oder das übernächste Mal vorbeischauen.
Scheiße, habe ich mir immer gewünscht. Oh yeah. Genau okay. Sowas. Das heben wir uns auf fürs nächste Mal. Gut. Ja, na gut, na, dann passt das ja alles. Okay, wunderbar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao. Leute. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Bin das Intro, drop the beats.